Hallo? Ist da jemand? Etwas stimmt nicht. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Und hier gibt's sehr viele davon. Was ist das? Der Schild der Göttin Athame. Der Legende nach hat sie damit Hestia beschützt, als der Himmel zornig wurde. Unsere Vorfahren haben vermutlich einen Meteoritenschauer fehlinterpretiert. Es war ein Asteroideneinschlag. Wir haben ihn abgewehrt. Das hieße ja... die Proteaner? Aber dann wäre Athame... Nicht das, woran Sie bislang geglaubt haben. Suchen Sie weiter. Na, das ist ja eine große Überraschung. Könnte das das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist das Schwert der Göttin Athame. Die Mythen sagen, sie sei damit gegen eifersüchtige Götter angetreten, die unsere Vorfahren bedroht haben. Das war eine Spezies, die als Oravoren bekannt war. Tessia verfügte über reichhaltige Ressourcen. Wir haben sie vor ihnen beschützt. Wollen Sie damit wirklich andeuten, dass die Proteaner sich in unsere Vergangenheit eingemischt haben? Es ist mehr als eine Andeutung. Ich finde es seltsam, dass Ihre Wissenschaftlerinnen einfach ihren eigenen Planeten im Stich lassen. Das würden sie nie tun. Tja, ich glaube, mit Javik haben wir eine ganz gute Wahl getroffen hier dabei. Weil er uns ein paar richtige Infos liefern kann. Ist eigentlich ganz cool, weil er das Richtige richtig stellen kann, was die Asari halt religiös interpretiert haben. Könnte das das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist eine Skulptur von Luthen, einem von Athames Dienern, der unter meinen Vorfahren wandelte und ihnen Wissen vermittelte. Und Sie sehen die Ähnlichkeit nicht? Er war kein Diener einer fiktiven Göttin. Er war ein Proteaner. Eben, man sieht's doch eigentlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur eine Skulptur ist. Ja, ist gut. Ich suche weiter. Eine Seite aus einem unserer ältesten religiösen Texte, dem Athame-Kodex. Nicht sehr nützlich. Es geht darum, wie Athames Führer uns die Biotik zum Geschenk gemacht hat, weil wir sie verehrt haben. Dieses Geschenk erforderte jahrelange genetische Forschung. Das ist fast etwas zu viel für mich. Wenn etwas kann ich so mir vorstellen. Ist wie dieses Artefakt, hätte man wenigstens Ausfallsicherungen einbauen sollen. So, schauen wir mal noch auf der anderen Seite. Es ist ja eigentlich ganz interessant, auch mal die ganzen restlichen Artefakte noch mit zu betrachten dabei. Wie wär's damit? Wieder ein Teil des Kodex. Nicht sehr vielversprechend. Hier wird beschrieben, wie Athame unsere Vorfahren die Mathematik gelehrt hat. Davor konnten sie gerade mal ihre Finger abzählen. Wir haben uns erbarmt. Schön. Man kann auch irgendwo verstehen, dass Javik dann etwas herablassend über die Asari denkt, weil er sie nun mal sehr primitiv noch kennt. Bringt uns nicht weiter. Das ist Janiri, Athames Führer, der vor langer Zeit die Erleuchtung nach Tessia gebracht hat. Er war kein Diener einer fiktiven Göttin. Er war ein Proteaner. Ja, das hatten wir bereits. So ähnlich. Ich glaube, das davon könnte interessanter sein. Wir schauen nochmal kurz hier drauf. Was wissen Sie hierüber? Ein Fragment des Kodex. Das ist nicht, was wir suchen. Hier wird beschrieben, wie Janiri, der Führer von Athame, meinem Volk Saatgut gegeben hat. Er machte sie zudem mit den Jahreszeiten vertraut, damit sie Felder bestellen konnten. Wir wollten nicht, dass sie verhungern. Ich glaube, wir übersehen etwas. Ja, schauen wir doch mal eher hier drüben. Das sieht doch schon erfolgversprechender aus, das Wandgemälde. Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Oh, die hier, ja, das könnte durchaus sein. Womit haben wir es hier zu tun? Mit einer primitiven Darstellung der Göttin Athame. Sie spricht zu ihren alten Asari-Anhängerinnen. Ich bezweifle, dass dies das Artefakt ist. Wieder einer ihrer Mythen, der irgendwie proteanisch aussieht. Was Sie da andeuten, ist schockierend. Wir waren von Anfang an da und beobachteten ihre Entwicklung. Wir waren Athame. Wir machen keinerlei Fortschritte. Ich glaube, wir sollten diese Wissenschaftlerinnen untersuchen. Machen wir gleich. Ich schaue erst nochmal kurz die andere Seite an. Ich weiß nicht, ob das jetzt so unglaublich schockierend ist, weil irgendjemand muss es ja gewesen sein. Irgendwo muss diese Gottheit ja hergekommen sein, ne? Gut, die Gottheit ist am Ende sehr weltlich gewesen, aber nichtsdestotrotz wurde das natürlich alles gelehrt und immerhin wird damit aus dem Mythos Wahrheit. Ist doch auch nicht schlecht. Das ist wieder die Göttin Athame. Es steht Ihnen frei, das weiterhin zu glauben, aber es ändert nichts an der Wahrheit.
Ah, schön. Okay, dann schauen wir uns mal hier vorne das noch an. Ihre Kehlen. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Athane. Mit der Zeit sah sie uns immer ähnlicher. Ihre Ahnen wollten die Wahrheit vertuschen? Ich weigere mich, das alles einfach zu glauben. Warum spricht Athane dann Proteanisch? Wie meinen Sie das? Hier ist etwas. Das spüre ich. In diesem Tempel? Schon seltsam, dass alles so gut erhalten ist. Obwohl Athane historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Alles Leben in... Ihr seid ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Macht, Einfluss. Ihr Volk hortet das Wissen der Meinen zum eigenen Vorteil. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Du meinst, so wie es die Batarianer auch geheim gehalten haben? Warum nicht? Es wird dem eigenen Volk zum Vorteil gereichen, wenn sie als Einzige daraus Lernen ziehen können. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Der Tempel ist Jahrtausende alt. Genug Zeit, um große Fortschritte zu machen. Das macht es noch nicht wahr. Die Realität lässt sich nicht leugnen, Asari. Selbst eine kleine Datenmenge würde ihrer Spezies einen Vorteil verschaffen. Oder sind sie nur beleidigt, weil ihre Regierung sie nicht mit einbezogen hat? Die Menschen haben aus den Mars-Ruinen die Masseneffekt-Technologie. Und wir haben sie aus den Ruinen der Inusano, der Spezies vor uns. Sie war über Jahrhunderte unser Geheimnis. Dann hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Unsere Lage wäre denn heute nicht so verzweifelt. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Wir haben kaum Zeit, es herauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Ja. Aktivierungsprozess ist ausgelöst. Bei der Göttin. Buchstäblich. Sehen Sie sich um. Es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint sie für ein Proteaner zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Oder liegt es an dem Proteaner, der direkt neben ihnen steht? Nein, es würde natürlich auch ohne Jarvik klappen. In der Nähe muss es noch mehr Verbindungen geben. Ja, ja. Schließlich ist das ja ein Hauptquest und Jarvik ist ja erst durch den DLC dazugekommen. Aber genau deswegen wollte ich ihn mal mitnehmen, weil es hier nämlich proteanische Überreste gibt. Genau deshalb wollte ich Jarvik eigentlich mitnehmen, aber der ist ja eigentlich wirklich der perfekte Zusatzpartner hier. Geheimnisse versteckt man am besten dort, wo sie jeder sieht. Und ich kann mir vorstellen, dass Lyra... Daten daraus extrahiert. Ich hatte davon keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es Lyra wirklich schwerfällt. Jetzt hör doch mal auf zu quatschen. Ich kann mir vorstellen, dass Lyra wirklich schwerfällt, das zu akzeptieren, weil das nämlich die guten und hochentwickelten Asari auf einmal zu einer gewöhnlichen Spezies reduziert, die selbst Leichen im Keller hat. Und naja, ist klar, dass man das nicht so einfach akzeptieren kann. Hier ist keine Verbindung. Okay, suchen wir mal die anderen Artefakte durch. Wenn wir finden, was wir brauchen und den Tiegel fertigstellen, ist die Rache perfekt. So sieht's aus. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Hier ist keine Verbindung. Gut versteckt, Asari. Haben wir hier hinten auch noch was? Nee, ne? Ah, was machst du denn? War hier nicht was am... Achso, ja, hinten hatten wir doch den Schild und so, ne? Vielleicht können wir hier was erreichen. Ha! Da, Treffer! Wieder eine! Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Das ist keine Verbindung. Ja, ja, ich merk schon. Ah! Er fährt jetzt hoch! Okay. Das ist immer noch nicht vollständig. Immer noch eins, ja? Hier ist nichts, was wir brauchen können. Dann schauen wir drüben nochmal auf der anderen Seite nach und probieren es nochmal mit der anderen Wüste.
die ich nicht auswählen kann. Okay. Was hatte ich denn jetzt noch nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich kann nicht glauben, dass der ganze Tempel nur Tarnung ist. Du erwähntest das bereits, Mädchen. Versteckt man am besten dort, wo sie jeder sieht. Hier am Rande ist ja nichts mehr. Sie haben seit Jahrhunderten Daten daraus extrahiert. Ich hatte davon keine Ahnung. Hoffentlich brauchen wir nicht auch so lange. Wiederholt euch nicht ständig. Haben wir hier nicht noch irgendwas am Rande gehabt? Das war's nicht. Das ist schon aktiviert. Dort haben wir auch nichts mehr. Können wir hier vorne noch was? Nö. Es muss hier irgendwo noch eine geben. Ja, wo ist die Frage? Suchen Sie weiter. Die hatte ich doch schon alle hier drüben. Soll ich es nochmal abgehen, oder? Ich weiß es nicht so richtig. Was hatte ich denn jetzt noch nicht angeklickt? Oh. Hatte ich schon. Hatte ich auch schon. So, achso, wir können die eh nicht nochmal anwählen, wenn sie schon mal angewählt wurden. Sehe ich gerade. So viele Möglichkeiten haben wir doch gar nicht mehr. In der Nähe muss es noch mehr Verbindungen geben. Ja, wo? Wo ist die Frage? Wo? Ach, hier. Ups. Aktivierung abgeschlossen. Wir haben Zugriff auf den Sender. Deshalb sah diese Statue wie eine Asari aus, weil sie nachträglich erst gebaut wurde, um das Ding zu verstecken. So. Dann greifen wir doch mal auf den proteanischen Sender zu. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Einer unserer Computer. Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Nein, halt! Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tiegel fertigzustellen. Eine Erinnerung von einem Demein. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tiegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Waren alle Proteaner so hart? Scheinbar. Was war zu ihrer Zeit mit dem Tiegel? Warum haben die Proteaner ihn nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Das habe ich immer vermutet. Und jetzt haben wir dasselbe Problem. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Reaper-Angriffe. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Das ist ja voll der philosophische Exkurs. Ich meine, dass Sachen zyklisch ablaufen, irgendwelche Ereignisse, das sehen wir auch in der Geschichte auf kleinerem Maßstab als irgendwelche Jahrtausende, dass irgendwelche Kriegsauslöser und so weiter dann doch sich relativ ähneln und man deshalb halt viel aus der Geschichte lernen kann. Das weiß man ja eigentlich aus dem Geschichtsunterricht auch oder kann das schlussfolgern, aber dieses Unbekannt, man kann nur einzelne Taten beobachten, aber ihn selbst nicht sehen, das klingt extrem nach... Oh Gott, wer war das? Lasst mich lügen. Schopenhauer war das. Schopenhauer, natürlich. Ich glaube, Schopenhauer war das. Der hat auch sowas gemacht. Oder beziehungsweise alle, die so in der Tradition von ihm waren, haben das ähnlich gesehen. Dass man... Also er hat es dann Wille genannt. Der Urwille sozusagen der Welt. Und den konnte man nicht direkt bestimmen, sondern man hat eben nur die Ausprägungen des Urwillens gesehen. Eben die ganzen Tierarten, die es gibt und die Ökosysteme, die so aufgebaut werden und sowas. Das waren quasi die Ausprägungen des Urwillens. Man konnte eben nur diese Details beobachten, aber
das ganze zusammenhängende System konnte man einfach nicht bestimmen. Und so ist es ja im Prinzip auch. Daran hat mich das gerade extrem erinnert, die Aussage von Vendetta. Noch besteht Hoffnung für den Zyklus. Was ist bloß der Katalysator? Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tegel gefunden und bauen ihn bereits. Der Tegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. So ist das also. Dieses Ding wurde nicht erst von den Proteanern entwickelt, sondern am Ende ist der Tegel ein Produkt aller Spezies, die von den Reapern platt gemacht wurden. Alle haben daran mitgearbeitet und das ist doch eigentlich die perfekte Waffe, um die Reaper zu bekämpfen, oder? Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Diesem Menschen können Sie vertrauen. Sie sind einer von uns. Sie sind ein Proteaner. Ich bin die letzte Hoffnung unseres Volkes auf Rache. Ich weiß von Ihrer Mission. Glauben Sie, dass der jetzige Zyklus Rache nehmen kann? Sie haben sich einen Versuch verdient. Sagen Sie uns das Nötige. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Indoktriniert, so. Kai Leng. Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihr Shadow Broker die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zur Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne sie. Ich weiß, wie sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Oh ja. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Und in diesem Gespräch, beziehungsweise als Vendetta es sagte, wurde zum ersten Mal richtig deutlich gesagt, was das Problem mit Cerberus jetzt im dritten Teil ist. Sie sind alle indoktriniert. Und deshalb sind sie auch dieser große Aggressor in diesem Teil. Sie haben zu viel Zeit mit dem Feind verbracht. Er zieht sie auf seine Seite. Sie denken sogar schon wie er. Nein, ich sehe die Dinge nur anders. Wenn Ihnen wirklich an der Menschheit liegt, bekämpfen Sie mich nicht. Schließen Sie sich mir an. Stellen Sie nie meine Absichten in Frage. Ich habe für die Menschheit mehr geopfert, als Sie ahnen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Ist das so? Aber er hat gezögert, als wir ihn darauf angesprochen haben. Und wir werden das weiter so durchziehen, dass wir in jedem Gespräch mit dem Unbekannten versuchen werden, ihn auf unsere Seite zu ziehen. Wir können uns denken, dass das nicht so viel Erfolg haben wird, aber es wird wichtig sein. Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als Sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich endgültig diesen Konflikt. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Leng, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihm ab. Und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Okay, los geht's. Kai Leng bekämpfen. Kämpft er mit seinem kleinen süßen Wakizashi gegen uns hier. Ist ja niedlich. Komm schon. Zeig, was du kannst.
mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Oh shit. Ja, ich gehe schon in Deckung. Ja, ich würde ja gern. Lass mich doch mal, sorry Leute, aber ihr müsst mich auch in Deckung gehen lassen. Ich weiß nicht, warum er dann wieder hochkommt, wenn er getroffen wird. Das war saudumm gerade. Sie sind langsamer, als ich gedacht hatte, Shepard. Ist das so, ja? Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich so, diesmal geh bitte auch in Deckung. Dankeschön. Was ist denn hier los? Warum geht denn der aus der Deckung wieder raus? Ich verstehe es nicht. Sorry, ich verstehe es gerade nicht. Also für alle, die noch nicht gesehen haben, was eigentlich passiert in dem Moment. Wir werden von einem Flieger angegriffen. Von einem Jäger. Ich wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. So, darf ich dann jetzt mal hier vorne in Deckung gehen? Er geht nicht in Deckung. Ich weiß nicht, was er gerade für ein Problem hat. Sorry, aber ich... das regt mich gerade auf. Also ich muss einfach nur in Deckung gehen. Es ist wirklich so, ich habe das ja schon ein paar Mal gespielt. Ich weiß ja, wie es ist. Aber ich weiß nicht, warum er dort vorne nicht in Deckung gehen will. Ich gehe jetzt einfach mal einen Meter zurück. Und mache das dann ja von hier hinten aus. Soll er doch vorkommen, der Arsch. Ihr Freund Payne. Starb als der Feigling, der er immer war. Laber nur dumm. Okay, diesmal klappt's besser. Okay, so sehen wir wenigstens was. Alles in Ordnung. Wo bist du? Komm, du Arschkrampe. Komm zu mir. Trau dich, du Feigling. Komm schon, wer schießt denn noch jemand auf mich? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind noch andere. Aber hier ist sonst niemand mehr. Geben Sie mir Feuerschutz! Geh woanders hin, du Arsch! Der Jäger geht in Stellung! Ja, ich weiß. Das ist doch gut. Von hier aus kann ich ihn sogar beschießen, während er sich auflädt. Geht's weiter! Ja, ist ja gut. So, wir sehen, sein Schild geht immer weiter runter, bevor er dann wieder den Jäger zur Hilfe ruft. Meinst du? Wirklich schade, dass die Guten immer scheitern. Halt die Klappe. Es kann nur ein Ende geben. Unterstützung anvisiert. Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Das Ding ist gewaltig. Und natürlich wird der Shepard nicht so leicht los. Festhalten!
Gemeldet! Hier, Shepard, was ist Ihre Position? Wiederhole! Ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie, was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot, unsere Zone bricht zusammen! Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie! Moment! Da kommt ein Reaper! Bitte! Ist da jemand? Ich... Nein! Tessia ist verloren. Wir sind gescheitert. Auch wir müssen mal eine Niederlage einstecken. Commander Shepard, sind Sie das? Commander? Ratserin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgebrochen, als wäre der Planet weg. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratserin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Was ist passiert? Cerberus war da. Wir wurden... Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Dann entschuldigen Sie mich. Ich muss... Vorbereitungen für den Fortbestand unserer Zivilisation. Mit diesem Tag habe ich nie gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Nun, etwas wäre da schon. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kailings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg. Sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher, aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander, im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen? Ja, Sir, in der Tat. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Und Samantha hat damit wohl gerade die Welt gerettet. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur und die wollen wir nicht wieder verlieren. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren Sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten.